Diesen 80. Geburtstag heute gibt es zwar nur einmal, aber das Gedenken und das Umgehen mit seinem Werk ist eben, wie wir gerade jetzt gehört haben, durch die Veranstaltung der Sächsischen Akademie der Künste alles andere als eine Eintagsfliege. Das Besondere an diesem Tag für uns ist ja, Wolfgang Hilbig ist 14 Jahre tot. Viele, die Mehrheit sicher von denen, die hier vor mir sitzen, kennen ihn persönlich. Und in unsere Zeit, kann man ja so sagen, fällt sein 80. Geburtstag. Das ist ein besonderes Motiv, heute hier ja nicht an ihn zu erinnern, sondern einfach mit ihm Geburtstag zu feiern und in sein Werk nochmal einzutauchen. Und das wird jetzt auch tun Helmut Böttiger. Ich freue mich, er ist ein Literaturkritiker, ein Kollege von mir. Immer wenn ich eine Literaturkritik schreiben will, dann gucke ich mal im Internet nach. Herr Böttiger hat dir auf jeden Fall die dann schon geschrieben. Er ist Buchautor, also ich wollte damit sagen, ein fleißiger Leser und richtig toller Kritiker. Und ihn haben wir eingeladen, die Geburtstagsrede auf Wolfgang Hilbig zu halten. Ich freue mich drauf, bin gespannt, wohin uns diese Rede führen wird. Bitte. Ja, danke, Herr Hamettner. Liebe Anwesende und Hilbig-Freunde, mit Wolfgang Hilbig war kein Staat zu machen. Man konnte ihn auch nicht medial verwerten. Er hatte nicht das Geringste mit dem Habitus zu tun, der seit den 80er Jahren für einen Gegenwartsautor als notwendig angesehen wurde. Sich zu inszenieren lag diesem Autor so fern wie kaum einen anderen. Er fühlte sich schnell unwohl, wenn ein Mikrofon oder gar eine Kamera auf ihn gerichtet war. Er lebte vor allem im Schreiben und nicht im Reden darüber. Interviews mit ihm stellten Kulturjournalisten vor ungeahnte Anforderungen. Obwohl er immer freundlich war, konnten sie ihm nicht die gewünschten Aussagen entlocken. Oft sagte er gar nichts. Und manchmal kam es zu wenigen kurzen Sätzen, die das genaue Gegenteil zu seinen höchst elaborierten schriftlichen Äußerungen darstellten. Man konnte den scheinbar bodenständigen, ein warmes sächsisch intonierenden und zurückhaltenden Mann kaum mit den wortgewaltigen, rauschhaften Texten zusammenbringen, die er geschrieben hatte. Es entsprach keiner Strategie, dass Hilbig nicht sehr gern über seine Texte sprach. Er hätte natürlich auch von vornherein Nein sagen können, aber das wäre ihm sicher anmaßend vorgekommen. Hilbig hat oft beschrieben, wie er von früh an nur durch die Literatur, durch das Lesen und das Schreiben existierte. Als er Ende der 50er Jahre den Beruf des Bohrwerksdrehers erlernte, kaufte er sich gleich von seinem ersten Lehrlingsgehalt eine Gesamtausgabe des romantischen Dichters E.T.A. Hoffmann, der gern mit grotesken Verzerrungen arbeitete. Das entsprach dem Lebens- und Weltgefühl des jungen Wolfgang Hilbig am ehesten. Hilbig war in Meuselwitz zwangsläufig zu einem Arbeiter geboren worden. Der industrielle Braunkohletagebau beherrschte den Alltag. Die Spannung zwischen der proletarischen Existenz, die durch die sozialistische Überhöhung des Arbeiters noch besonders gefärbt wurde, und der Lektüre von Schriftstellern aus einer zeitlos anmutenden Vergangenheit, das definierte seine Person von Anfang an. Dazu kam die Atmosphäre in seiner Familie. Hilbigs aus Ostpolen stammenden Großvater Kasimir Startek sprach nur schlecht Deutsch und bildete das Zentrum. Hilbigs Vater Max galt seit dem Krieg als vermisst. Dem Großvater gegenüber, dem Analphabeten, stand der Dichter ständig unter Rechtfertigungsdruck, denn jener hielt Lesen und Schreiben für unnütz und schädlich. In seinem späten, seine Biografie radikal sezierenden Roman Das Provisorium schreibt Hilbig: Die Hölle dieser Kindheit war wortlos, stumm, ihre Eigenschaft war das Schweigen. Und ich begann diese schweigende Hölle mit Wörtern zu füllen, mit einem winzigen Teelöffel, dem Löffelchen eines Kindergeschirrs,
halb so groß wie normal, begann ich Wörter in eine ungeheure leere Halle des Schweigens zu schaufeln. Schaufeln, dieses Wort, kommt nicht von ungefähr. Es hat für Wolfgang Hilbig eine existenzielle Dimension. Es ist die Tätigkeit des Braunkohlearbeiters und Heizers. Er stellt mit diesem Schaufeln eine unmöglich scheinende Verbindung her zwischen dem untergründigen Schuld- und Schamgefühl gegenüber dem Großvater und der Literatur, dem das Überleben zu garantieren scheint. Hilbig beschreibt an vielen Stellen seines Werks suggestiv, wie er seinen oft mühsam ergatterten, kostbaren Lesestoff in meist vergilbten Exemplaren traumhaft auf dieselbe Weise in sich hineinschaufelt, wie in seiner Tätigkeit als Heizer im Industriekombinat die Kohlen in die Öfen. Im Roman Das Provisorium erinnert sich Hilbig an ein paar Momente geglückten Schreibens. Da übernimmt seine Hauptfigur, die durch das Kürzel C markiert ist, monatelang freiwillig die Nachtschicht bei den Heizern, denn gegen Morgen bleiben ihm dann einige Stunden Zeit, an einem langen Tisch auf einem seegrünen Wachstuch seine Hefte zu füllen. Im Roman heißt es, er hielt in einem die Kessel und die Eingangstür im Auge und es war sonderbar, was für unendliche Vorbereitungen er gebraucht hatte für dieses fast schwerelose Schreiben. C schreibt manisch und besessen, die Blätter waren bedeckt, dicht und randvoll mit hastigen, vorwärts fließenden Schriftwellen und dazwischen lädt er neue Kohle auf und löscht die Asche und die Schlacke ab. Das Kesselhaus samt seinem Tisch mit den Schulheften ist von aufschießenden Dampfwolken, von den Fontänen noch glühender Asche erfüllt und wenn C vom Duschen zurückkommt, steht eine milchige Wolkenbank unter der Kellerdecke. Im Kesselhaus herrscht eine feuchte Wärme, eine lastende, subtropisch wirkende Wärme, die nach einem brütenden Moor riecht. Soweit dieser Text und dies ist der Geruch seiner Literatur. Etwas Schweißtreibendes, Unbewusstes, Exotisches. Das Provisorium war der Versuch einer Lebensbilanz. Hilbigs Figur C evoziert die Vergangenheit mit dem Bewusstsein, dass etwas verloren gegangen ist. In seinen frühen Prosatexten wird die Situation vor dem Heizkessel, der Braunkohledunst, allerdings noch ganz anders beschrieben. In Die Arbeiter, ein Essay von 1975, geht es um einen grundlegenden Gegensatz, nämlich denjenigen zwischen den normalen Arbeitern und dem Heizer. Der richtige Arbeiter im Betrieb zählt den Heizer nicht zu seinesgleichen. Der Heizer ist ein Untergeordneter, der bestimmte Hilfsdienste zu leisten hat und damit von vornherein ein Außenseiter. Hilbig zeigt ihn als getrieben von der Schuld an der Verdammnis, kein Arbeiter sein zu können. Der Heizer ist etwas anderes. Er ist der, den auch Hilbigs Großvater argwöhnisch betrachtete und verhindern wollte, da sein Enkel sich in die Richtung des Schreibens entwickelte. In der DDR waren die Arbeiter die herrschende Klasse und für Hilbigs Heizer sind sie unerreichbar. Im Modell des Heizers erkennt er seine Vorstellung des Schriftstellers. Als isolierter Einzelner hat er an der gegebenen Wirklichkeit nicht teil. Es muss Hilbig elektrisiert haben, dass das Anfangskapitel von Kafkas Amerika-Roman zunächst eine Erzählung mit dem Titel Der Heizer war. Er hat sich offenbar nicht sehr ausgiebig mit Kafka beschäftigt, aber auf den Amerika-Roman mit dem Heizer-Kapitel kommt er einmal zu sprechen. Es gibt ja eine Verbindung zwischen seiner eigenen konkreten Biografie und einer Inkarnation der literarischen Moderne. Das lädt die jahrelange nächtliche Tätigkeit Hilbigs, Kesselhäuser von Industrieanlagen mit stinkender, energiearmer Braunkohle anzufeuern, literarisch weiter auf. 1977, zwei Jahre später, hat Hilbig einen Prosatext geschrieben, der von demselben Gegensatz handelt wie in Die Arbeiter, mit dem Titel Über den Tonfall. Die Arbeiter sind auch dieses Mal wieder die Herrschenden, aber jetzt wird der Heizer direkt durch den Schriftsteller ersetzt. Der Schreibende verhandelt ausschließlich das Ausmaß meiner Verschuldung.
Es geht aus einem inneren Gegensatz zwischen Arbeiter und Schriftsteller hervor. Er leidet unter seinem Status als Außenseiter und unter seiner Isolation. Das Schriftsteller-Ich begründet seinen Text damit, dass er sich endlich Klarheit darüber verschaffen will, was, wie es heißt, mich hier in dem Betrieb zu einer fast unmöglichen Figur hatte werden lassen. Oberflächlich gesehen kannte ich die Gründe. Es war die Kollision zwischen meinen Pflichten als Arbeiter und dem selbstgesetzten Ziel, etwas zu sein, das ich lächerlich genug einen Schriftsteller nannte. Zum Fluchtpunkt wird eine Alraune, die unter einem Pflasterstein verführerisch wächst, eine Zauberpflanze, die auch bei den Brüdern Grimm vorkommt und ein, wenn auch oft giftiges, Geheimnis birgt. Die Literatur der Romantik wird beim frühen Hilbig zu einem Gegenmodell, und da sie in der offiziellen DDR-Kulturpolitik verböhnt ist und vor allem von Georg Lukács als die Wurzel allen Übels analysiert wurde, erhöht ihren Reiz umso mehr. Wolfgang Hilbig ist ein herausragendes Beispiel für die Schwierigkeiten, eine DDR-Literatur zu definieren. Er ist durch und durch vom Alltag in der DDR geprägt worden. Doch seine erste Veröffentlichung, der Gedichtband Abwesenheit, erschien 1979 im Fischer Verlag in Frankfurt am Main, wo dann etliche weitere Bücher von ihm herauskamen. Berühmt wurde er in der Bundesrepublik. In der DDR brachte Reclam Leipzig 1983 einen schmalen Auswahlband unter dem Titel Stimme, Stimme heraus mit Gedichten und wenigen, nicht sehr zentralen Prosastücken, und dabei blieb es. Als aber 1992 nach dem Ende der DDR und wieder bei Reclam Leipzig eine große Sammlung mit zum Teil noch unveröffentlichten und wichtigen Texten Hilbigs erschien, wurde klar, dass Ostdeutschland sein eigentlicher Resonanzraum war. Zwischen den Paradiesen war eine editorische Pioniertat, weil sie die spezifische Ostanbindung dieses Autors hervorhob und ihn in seiner vollen Bedeutung kenntlich machte. Hilbig war eindeutig ein DDR-Autor, ohne ein DDR-Autor zu sein. Es war mehr als nur eine lustige Arabeske, dass in diesem Band als eine Art Motto der Brief vorangestellt wurde, den Hilbig an die NDL, die Zeitschrift des DDR-Schriftstellerverbands, geschickt hatte und der dort im Heft Nummer 7 des Jahres 1968 auch als Leserbrief abgedruckt war. Ich zitiere: Darf ich Sie bitten, in einer Ihrer nächsten Nummern folgende Annonce zu bringen? Welcher deutschsprachige Verlag veröffentlicht meine Gedichte? Nur ernst gemeinte Zuschriften an W.Hilbig, 7404 Meuselwitz, Breitscheidstraße 19b. Ich bitte, nach Abdruck der Anzeige mir die Rechnung zuzuschicken. War das Verzweiflung? War das Chuzpe? War es die Absicht, auf die absurden Bedingungen der DDR-Veröffentlichungspraxis aufmerksam zu machen? Es war alles auf einmal, aber man sollte den Anteil nicht unterschätzen, den das Bewusstsein für die Sinnlosigkeit dabei einnahm. Versuche, Hilbig im Nachhinein als Arbeiterschriftsteller und Ostdeutschen auch eine Art DDR-Selbstbewusstsein zu unterstellen und ihn als Bürgen für eine Ostmentalität zu sehen, sind müßig. Bis zu seinem Tod 2007 ließ er keinen Zweifel daran, wie er dazu stand. Im Roman Das Provisorium aus dem Jahr 2000, in dem die Hauptfigur als Schriftsteller im Westen herumgeistert, heißt es über die DDR: Dieses Land da drüben hatte seine Zeit geschluckt, dieser Vorhof der Realität. Dieses Land, triefend von Schwachsinn, verkrüppelt vor Alter, zermürbt und verheizt von Verschleiß und übelriechend wie eine Mistgrube, dieses Land hatte ihn mit Vergängnis gefüttert und seine Reflexe gelähmt. Es hatte ihm die Lust aus den Adern gesogen. Hilbig sah etwas Tragisches darin, dass er bei all dem mit sämtlichen Fasern an sein Herkunftsland gebunden blieb. Im Westen angekommen, spürte er, ihm war alles abhanden gekommen, also das, was ihn zum Schreiben angetrieben hatte. Noch kurz vor seiner Ausreise aus der DDR, in einem letzten Gespräch mit Franz Fühmann, hatte er gesagt: Ich werde hierbleiben.
hierbleiben, um weiter über meine Spaltungsgeschichten zu schreiben. Dies war sein Thema. Diese Spaltungsgeschichten machten sein Schreiben aus und damit tatsächlich auch sein Leben. Er kämpfte mit sich und seiner Rolle als Schriftsteller. Immer wieder umkreiste er diesen grundsätzlichen Konflikt und er trieb ihn in ausufernden Satzkonstruktionen ständig weiter voran. Hilbigs erster Gedichtband sollte ursprünglich den Titel »Gegen den Strom« tragen. Dass dabei etwas Widerständiges angesprochen werden sollte, leuchtet unmittelbar ein. Interessant ist jedoch, wie Hilbig selbst diesen Titelvorschlag erklärte. An seinen Lektor Thomas Beckermann schrieb er: »Der Titel ist eigentlich von Heusmanns. Sein Buch Arrebur erschien bei uns als »Gegen den Strich«. Dieser Verweis auf den französischen Schriftsteller Joris Karl Heusmanns enthält etwas ganz Wesentliches. Hilbig bezieht sich auf ein zentrales Manifest einer Literatur, die sich selbst stolz der Dekadenz zurechnete. Die Hauptfigur in Heusmanns Roman von 1884 zieht sich in Ablehnung jeglicher sozialer Realität in sein Vorstadthäuschen zurück und huldigt einem anstößigen Ästhetizismus. Hilbigs Vorliebe für die als dekadent gehandelte Literatur vom Fin des Siècle entstand, als ihm das Identifikationsmodell der deutschen Romantiker nicht mehr ausreichend erschien. Vor allem die Lektüre Rimbauds stärkte und bestätigte ihn jetzt in seiner eigenen Lebenswahrnehmung. Im Untertitel des frühen Textes »Die Arbeiter, ein Essay« fällt auf, dass Essay hier, ganz im Gegensatz zum üblichen deutschen Sprachgebrauch, mit einem I geschrieben wird. Das huldigt ganz explizit dem Französischen und verweist auf den literarischen Hallraum, den sich Hilbig mit bürgerlich dekadenten Autoren aus dem Paris des späten 19. Jahrhunderts eröffnet hatte. Der Poète maudit, also der verfemte Dichter à la Baudelaire oder Rimbaud, war für Hilbig das Identifikationsmodell. Auch der Heizer aus Meuselwitz wurde bei seinen Arbeitskollegen zu einem Poète maudit, allerdings gab er ihnen nur unter Schuldgefühlen recht. Auf der Leipziger Buchmesse trieb sich Hilbig tagelang an den Bücherständen der westdeutschen Verlage herum und schrieb wie besessen Gedichte ab. Hilbig muss es als eine traumhafte Konstellation empfunden haben, dass in der Sammlung Kiepenheuer in Leipzig 1980 eine für die DDR aufsehenerregende Anthologie erschien, »Der Untergang der romantischen Sonne, ästhetische Texte von Baudelaire bis Mallarmé«. Hier fanden sich die Originaltexte dessen, was ihn anzog. Sie standen dem üblichen Sprachgebrauch in der DDR entgegen und er konnte sich in ihnen heimisch fühlen. »Der Untergang der romantischen Sonne«, hier stieß Hilbig auf ein Leitmotiv für das, was er selber schrieb. Seine ursprünglichen Gegenwelten, die er bei Novalis oder bei E.T.A. Hoffmann gefunden hatte, schienen langsam zu verschwinden. Dafür aber sah er wie Charles Baudelaire, der dies einmal so beschrieb, die Farben, in denen diese sterbende Sonne spielt, nämlich Kaskaden von geschmolzenem Metall, Paradiese von Feuersgluten. So wie Baudelaire suchte Hilbig nun die Allegorie einer Seele, der das Leben schwerer ward und die nun, beladen mit einem prächtigen Schatz von Gedanken und Träumen, fern hinter dem Horizont hinuntersteigt. Hilbigs Spaltungsgeschichten hatten mit den Doppelgängermotiven und Ich-Verspiegelungen der Romantik begonnen. Aber er radikalisierte sie immer weiter und überführte sie in seine spezifische DDR-Erfahrung. Im exzessiven Vorgang des Schreibens versucht das immer fragwürdiger werdende Ich, sich ständig selbst zu vergewissern und löst sich dabei in den Buchstabenströmen auf. Das Ich unterliegt bei Hilbig permanent Mutationen, in denen es er genannt wird oder als eine fiktive Figur namens C erscheint. Die Aufspaltungen des Ich, seine Aufsplitterungen in ganze literarische Rahmenhandlungen, die die fehlenden anderen Personen zu ersetzen suchen, das kann man als den Stoff von Hilbigs Prosa bezeichnen. Der Anteil, den die DDR daran hatte, ist nicht zu unterschätzen.
Zum ersten Mal taucht der Wechsel zwischen Ich und Er 1979 in Hilbigs Prosatext Die Einfriedung auf. Er geht auf eine seiner gravierendsten biografischen Erfahrungen zurück, nämlich die Untersuchungshaft und die Verhöre durch die Stasi von Mai bis Juli 1978, die durch eine konkrete DDR-Situation herbeigeführte Ich-Spaltung wird in Hilbigs Prosa danach in verschiedenen Versuchsanordnungen vorgeführt. Diese Prosatexte, die das Ich zergliedern und auflösen, sind nicht einfach den Problematiken der bürgerlichen Moderne nachempfunden, sondern sie entsprechen Hilbigs authentischer Erfahrung. Er arbeitet an einer eigenständigen, die frühe Avantgarde zitierenden und weiterführenden Ästhetik des Zerfalls. Als Werktätiger in der DDR steht ihm dafür ein besonderes Assoziationsarsenal zur Verfügung. Seine Bilder entsprechen der Wahrnehmung, dass Anspruch und Wirklichkeit von vornherein auseinanderfallen. Er hat die Bilder der Braunkohlelandschaft und des DDR-Tagebaus neu aufgeladen mit den Batterien der schwarzen Romantik und des symbolistischen Pathos. Wolfgang Hilbig ist nicht nur ein Beispiel dafür, wie schwierig es mit der Zuordnung zur DDR-Literatur sein kann. Er kann auch Kontroversen darüber auslösen, wie es mit einer Literatur der Moderne in der DDR bestellt war und wie der Begriff der Moderne hier überhaupt angemessen sein kann. Man hat von einer spezifischen DDR-Moderne gesprochen, einer nachgeholten Moderne. Die Vorstellungen darüber, was es mit dieser Form der Moderne auf sich hat, können erheblich differieren. Frank Schirrmacher wollte mit seiner Rezension des großen Hilbig-Romans mit dem Titel Ich im Oktober 1993 in der FAZ einen grundsätzlichen literaturpolitischen Paradigmenwechsel konstatieren und formulierte seine These bereits in der Überschrift über ein literarisches Meisterwerk und seine Verhinderung durch den Geist der Moderne. Das war natürlich in den Westen hineingesprochen, wo die schwierige und sich verweigernde Moderne anscheinend leer gelaufen und eine Postmoderne ausgerufen worden war. Ganz im Gegensatz dazu teilt der inoffizielle Mitarbeiter der Stasi David Menzer, also Sascha Andersson, seinem Führungsoffizier über Hilbig Folgendes mit. Von den jüngeren Kollegen wird er als qualitätsvoller Literat eingeschätzt, der allerdings nicht zur Moderne zählt. Mit Moderne meint David Menzer hier etwas ganz anderes als Schirrmacher. Er meint eine Literatur, wie sie Sascha Andersson schreibt. In einem Vortrag an der US-amerikanischen Universität Lexington hat Hilbig 1988 erklärt, wie er sich selbst im Verhältnis zur westlichen Moderne sieht. Im Gegensatz zu einigen Schreibweisen abendländischer Lyrik, mit denen banal gewordenen Inhalten durch Verdunkelung des Ausdrucks neue Töne entlockt werden sollten, entstand in der DDR eine Lyrik des verdunkelten Zustands als Voraussetzung, die auch durch bohrendes Hinterfragen dieses Zustands oft genug nicht zu einer Erhellung durchdrang. Es entstand fast so etwas wie eine zweite Generation moderner Schreibweisen. Das ist die DDR-Moderne. Sie entsteht unter gesellschaftlichen Gegebenheiten, die die Subjektivität aus einer ganz anderen Perspektive infrage stellen. Hilbig hasste den, wie er es formulierte, käuflichen Realismus der offiziellen DDR-Vertreter. Seine DDR-Moderne hat zwar einige Berührungspunkte mit literarischen Formen, die bereits vorher im Westen entstanden waren, aber die Bedingungen des DDR-Sozialismus bringen zwangsläufig etwas Eigenes hervor. Die zweite Moderne, die Hilbig konstatiert, hat eine unverkennbar östliche Färbung. In furiosen Endzeitgemälden wie Alte Abdeckerei oder Die Weiber führt das zu einer Ästhetik des Ekels und des Hässlichen, der industriellen Verwüstungen und des Verrottens organischer Stoffe. Einmal schließt ein von Hilbig entworfenes Ich dabei direkt an Kafka an, wenn es sich, ich zitiere, in der übelriechenden Abgeschiedenheit meiner Verstecke immer deutlicher auswachsend sah zu einer bestialischen Riesenspinne, die in ihren Schmutz verkrallt unter konvulsivischem Gemurmel giftige Buchstaben wiederkäute.
Seine zweite Moderne führt Hilbig 1993 in all ihren Facetten mit seinem Roman Ich vor. Hier wird die DDR konkret. Hilbig kümmert dabei die nach 1989 stark aufgeheizte Stasi-Diskussion und eine damit verbundene einverständige Moral eher nicht. Ihn interessiert die Stasi als literarisches Sujet, nämlich als ganz spezifisches Wechselverhältnis von Realität und Fiktion. Das Ich des Romans mit den Initialen MW, Deckname Combert, ist zunächst wieder eine autobiografische Fiktion. Doch was bisher aus der Perspektive eines Opfers der Verhältnisse wahrgenommen wurde, wird jetzt nahtlos überführt in den Lebenslauf eines Stasi-Spitzels. Hilbig laborierte während der Niederschrift von Ich daran, dass ein labiler literarischer Selbstentwurf seine paradoxe Wirklichkeit der Dichtung, eine ungeheure Entsprechung in den bisher nur anonymen Mechanismen der Macht hatte. In den Akten des Staatssicherheitsdienstes wurde ebenfalls die Realität zur Fiktion und diese absolute Herrschaft der Fiktion, wie es einmal heißt, wirkte auf die Wirklichkeit zurück. Hilbig lässt die auf nichts mehr verweisenden Wortketten der Untergrunddichter und die bürokratischen Leerläufe der Geheimdienstformeln ineinander übergehen. An ihren wuchernden Genitiven werde ich sie erkennen. Mit dem Roman Ich hatte Hilbig mit der DDR abgeschlossen. Damit begann eine neue, von ihm mehr oder weniger scharf vorhergesehene Krisensituation. Die Welt der Bundesrepublik drängte sich als die neue äußere Wirklichkeit immer mehr in seine innere Wirklichkeit. Und diese Erkenntnis führte zu einer substanziellen Bedrohung. Seine innere Wirklichkeit war von einer existenziellen Form von Literatur bestimmt gewesen, die nun im Westen immer mehr zu verschwimmen schien. Im Roman Das Provisorium stellte sich Hilbig im Jahr 2000 diesen Problem. Es ist ein wortgewaltiger, zermürbender, bis an die Grenze und darüber hinausgehender Roman, voller verzweifelter poetischer Funken und einem alles mit sich reißenden Mahlstrom. Der Text setzt an dem Zeitpunkt ein, an dem Hilbig in den Westen kam. 1985 mit einem Schriftstellervisum und er endet mit dem Ende der DDR 1990. In der westlichen Gesellschaft ist für C. eines sofort klar. Hier eignete er sich nicht zum Schriftsteller. C. merkt, dass er nur noch ein Darsteller ist und sieht sich seines ursprünglichen Schreibimpulses beraubt. Er wird auf zahllosen Lesereisen als Dichter herumgereicht und dabei als Subjekt endgültig ausgelöscht. C. geht durch die Einkaufsstraßen der westdeutschen Städte mit ihren Ladenpassagen und Firmensignees und stellt fest, dass sich hier das Schriftsystem in ein Medium des Analphabetismus zurückverwandelt hat. Es gibt in diesem Roman wuchtige, eindringliche Passagen, in denen es um einen bestimmten Hass geht, in der DDR verortet und in Westdeutschland freigesetzt. Es schien eine ganze Menge von Quellen in ihm zu geben, aus denen plötzlich der Hass hervorschoss, wie aus einer Vielzahl geöffneter Venen, deren pulsierender Strom nicht zu stoppen war. Er hielt sich an der Flasche fest, die vor ihm auf dem Abstellbrett am Fenster stand. Er war erstarrt und lauschte auf das lautlose Wimmern, das irgendwo in seinem Körper war. Der Hass, die Bestie in C, ist das große Thema dieses Romans. Hilbigs Literatur, das wird im Provisorium deutlich, ist mit ihrer ganzen Energie im Osten verortet. Sein Dasein ohne Herkunft, sein Leben ohne Geschichte. So bezeichnet sich C. in einer seiner wütenden Satzkaskaden und in den Straßen von Nürnberg hinausgeschnellt in den Westen und in ein völlig neues Koordinatensystem, holt ihn seine vielfach gebrochene Existenz ein. Er kam sich vor, heißt es, wie eine von seinem Schöpfer im Stich gelassene Romanfigur. Mitten auf der Straße hatte der Erfinder seine Figur stehen lassen. Irgendwo zwischen Anfang und Ende, er hatte nicht mehr gewusst, wohin mit ihr. Im Wortreichtum seiner Konklusionen begann sie langsam zu verrotten. Hilbig hat sich des Öfteren selbst als eine Kaspar-Hauser-Figur imaginiert.
die Sinnlichkeit und die raffinierten Reize und Nuancen der bürgerlichen Kultur konnte er nur von ihrer abgewandten Seite her wahrnehmen, aber dafür ging er lustvoll bis ins deutsche Mittelalter zurück. In einem Gespräch mit Marie-Louise Bott teilte Hilbig eine zentrale Erfahrung mit. Er sagte, es gibt dieses berühmte Erweckungserlebnis bei Marcel Proust, wie er die Madeleine in den Lindenblütentee taucht und ihm alles wieder einfällt. Das gab es früher schon viel besser bei Jakob Böhme, der in seiner Schuhmacherwerkstatt saß und auf einem Regal an die Wand gelehnt einen Zinnteller hatte. Dort ist ein Sonnenstrahl hereingefallen und hat plötzlich die ganze Wohnung strahlend erhellt. Und da ist Jakob Böhme aufgesprungen und hinausgegangen und hat einen Bewusstseinsstrom in sich verspürt, der ihn an alles wiedererinnert hat. Bei mir war es ein billiger Aluminiumteller. Dieser scheinbar beiläufig nachgeschobene letzte Satz berührt den Kern von Hilbigs Ästhetik. Von einem billigen Aluminiumteller aus eroberte er sich seine ganze eigene Welt der Wörter. Aber parallel führte es dazu, dass für ihn die Krankheit meiner Sprache in den Mittelpunkt rückte. Sie war der Ausgangspunkt seiner unvergleichlichen literarischen Visionen. Wenn man sich Wolfgang Hilbig in der heutigen Gegenwartsliteratur vorstellt, wirkt er mehr denn je wie ein Zitat, ein Dichter, der in die selbstverständlich gewordenen Formen der Öffentlichkeit einfach negiert. In den literarischen Organen der Kreativwirtschaft, in der die Kunst als eine Dienstleistung definiert wird, würde er irritierende Entzündungen hervorrufen. Es gibt aber bei all dem auch die Eigendynamik der Literatur. In Hilbigs Erzählung »Die Kunde von den Bäumen« taucht die Sehnsuchtslandschaft einer unerreichbaren Kindheit auf, eine Allee von Kirschbäumen, die es früher am Ortsausgang gab. Die Suche nach diesen Bäumen ist seitdem zu einem Umherstreunen geworden. Erst wenn alle Geschichten dazu erzählt werden könnten, wären die Kirschbäume wieder da. Diesen schönen Auftrag hat uns Wolfgang Hilbig hinterlassen. Danke für die Aufmerksamkeit.